Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr mehr Stress habt, als ihr verkraften könnt? Aber wenn euch euer Terminkalender nicht gefällt, dann lasst mich euch sagen, ihr habt ihn gemacht und nur ihr könnt ihn ändern. Der richtige Umgang mit Wut. Ihr seht alle so friedlich aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von euch ein Problem mit Zorn oder Wut hat. Aber bei mir war das lange Zeit der Fall. Ich glaube, oft wissen wir gar nicht, warum wir wütend sind. Oder das, weswegen wir glauben, wütend zu sein, ist nicht wirklich der Grund. Wir werden uns jetzt ausführlich mit diesem Thema beschäftigen, um Klarheit zu gewinnen. Wir wollen herausfinden, was die Wurzel dieser schlechten Frucht ist und uns von Gott helfen lassen, sie auszureißen. Stimmt's? Manche Menschen sind wütend und merken nicht einmal, dass das der Fall ist. Letzte Woche hörte ich eine Geschichte. Vielleicht kennt ihr Mercy Multiplied. Wir unterstützen diesen Dienst und haben in St. Louis ein Haus für sie gebaut. Ich ging zum 10-jährigen Jubiläum der Organisation und dort erzählte eine junge Frau ihre Geschichte. Sie sagte, mein Vater beging Selbstmord, als ich ein Teenager war. Und danach bekam ich mein Leben nicht mehr in den Griff. Ich fing an zu trinken und Drogen zu nehmen. Mein Leben war ein einziges Chaos. Ihr Leben drohte zu zerbrechen. Und so suchte sie Hilfe bei Mercy Multiplied. Eines der ersten Dinge, die sie dort herausfand, war, dass ihre Probleme begannen, nachdem ihr Vater sich umgebracht hatte. Ihr war nicht bewusst gewesen, dass sie wütend auf ihn war, weil er das getan und die Familie im Stich gelassen hatte. Solange der Zorn in ihr brodelte, ging es ihr nicht gut. Sie konnte nicht aufhören zu trinken und Drogen zu nehmen. Die Ursache des Problems vieler Menschen, die in Abhängigkeit geraten, besteht meiner Meinung nach darin, dass sie tief in ihrem Inneren wütend sind. Sie sind wütend auf Gott, weil sich ihr Leben nicht gut entwickelt hat. Sie sind wütend auf Menschen, die sie verletzt oder enttäuscht haben. Vielleicht sind sie sogar wütend auf sich selbst, weil sie etwas getan oder nicht getan haben. Ich werde euch heute ein bisschen von meiner Familie erzählen, vor allem von meiner Mutter. Sie war ihr Leben lang psychisch krank. Ich weiß, dass die Ursache dafür ihre Wut auf sich selbst und ihre Schuldgefühle waren, weil sie nichts gegen das unternahm, was mein Vater mir antat. Sie fürchtete sich vor ihm und ließ ihn einfach gewähren. Ihre Entschuldigung war Angst. Doch auch wenn wir uns gut klingende Ausreden einfallen lassen, wenn wir wissen, dass wir etwas tun sollten und es nicht tun, werden wir uns am Ende schuldig fühlen. Versteht ihr, was ich sage? Ihr bekommt heute eine kleine Gratislektion in Sachen Psychologie. Ihr seid heute auf Joyces Couch und bekommt eine kostenlose Seelsorgestunde. Wut ist eng mit Gefahr verknüpft. Wenn wir wütend sind, begeben wir uns leicht in Gefahr. Und das ruft sofort den Teufel auf den Plan. Wut ist ein Zustand, in dem die Zunge schneller ist als der Verstand. Benjamin Franklin sagte, was im Zorn beginnt, endet im Übel. Er sagte auch, Wut hat immer einen Grund, aber selten einen guten. Zu Billy Sunday kam einmal eine Frau, die versuchte, ihre Wutausbrüche zu rechtfertigen. Es ist nicht schlimm, wenn ich die Beherrschung verliere, sagte sie. Ich explodiere und dann ist es vorbei. Er sagte, das tut eine Schrotflinte auch. Aber achten Sie mal darauf, welchen Schaden sie hinterlässt. Das ist ein guter Vergleich. Wenn Abraham Lincoln einen Brief an jemanden schreiben musste, der ihn verärgert hatte, schrieb er oft zwei Briefe. Der erste war bewusst beleidigend. Nachdem er sich dann seine Wut von der Seele geschrieben hatte, zerriss er diesen Brief und schrieb einen zweiten, der taktvoll, diskret und gottgefällig war. Als ich das las, dachte ich, wenn man die Psalmen liest, sieht man, dass David seinen Gefühlen freien Lauf ließ.
Er sagte Gott ganz ehrlich, wie er sich fühlte, ob er nun wütend, verletzt oder verwirrt war, ob er das Gefühl hatte, dass Gott ihn verlassen hatte oder wenn er nicht verstand, was gerade vor sich ging. Er hielt seine Gefühle nicht zurück, sondern fasste sie in Worte, aber gegenüber der richtigen Person. Ich glaube, viele Menschen könnten ihre Probleme loswerden, wenn sie mit Gott darüber sprechen würden. Sie würden sich dann nicht für den Rest ihres Lebens damit herumschlagen. Wir werden uns jetzt verschiedene Szenarien ansehen. Und ich hoffe, dass es euch helfen und euch auch Spaß machen wird. Wutstatistiken. Einer von 5 Amerikanern hat Probleme damit, seine Wut in den Griff zu bekommen. Die Anzahl der Menschen, die deshalb Selbsthilfegruppen besuchen, sei es gerichtlich angeordnet oder freiwillig, schießt in die Höhe. Die Gewalt im Straßenverkehr hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Nachfrage nach Therapien, um die Wut zu bewältigen, befindet sich landesweit auf einem Höchststand. Ich bin heute eure Therapeutin und helfe euch, eure Wut zu bewältigen. Ist das nicht gut? Tatsächlich ist der Heilige Geist euer Therapeut. Wenn ihr wollt, könnt ihr Geld für Psychotherapeuten ausgeben. Ich will das nicht schlecht reden. Aber ihr müsst nicht zu einem anderen Menschen gehen, der euch sagt, wie ihr mit eurer Wut umgehen könnt. Es steht alles klar und deutlich in der Bibel. Das Gute daran ist, wenn ihr zu Gott geht, wird er euch auch helfen, das alles umzusetzen. Wenn ihr woanders hingeht, bekommt ihr vielleicht Anweisungen, aber keine Hilfe. Gott möchte euch helfen. Es gibt nicht genug Therapeuten für all die Menschen, die Hilfe suchen, um ihre Wut in den Griff zu bekommen. In einem Newsweek-Artikel stand kürzlich, dass die Menschen in Scharen kommen und um Hilfe bitten. Es gibt viele Gründe für diese Wut. Einer dieser Gründe ist der Stress, unter dem Menschen stehen. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr mehr Stress habt, als ihr verkraften könnt? Aber wenn euch euer Terminkalender nicht gefällt, dann lasst mich euch sagen, ihr habt ihn gemacht und nur ihr könnt ihn ändern. Seht, das gefällt euch nicht. Hilf mir, Jesus. Damit wir frei werden können, müssen wir uns der Wahrheit stellen. Schuldzuweisungen und Ausreden werden uns nie dabei helfen, etwas zu ändern. Deshalb lasst mich euch weitergeben, was Gott zu mir gesagt hat. Wenn euch euer Terminkalender nicht gefällt, dann denkt daran. Ihr habt ihn gemacht und ihr seid die Einzigen, die ihn ändern können. Wir denken oft, dass andere Menschen uns Aufgaben aufzwingen. Und dann werden wir wütend auf sie. Aber die Wahrheit ist, dass uns nichts davon abhält, Nein zu sagen. Jetzt habe ich euch bereits gesagt, was ihr tun könnt, um euer Leben zu verändern, wenn es nötig ist. Was hält uns davon ab, Nein zu sagen? Wir wollen nicht, dass andere Menschen wütend auf uns sind. Aber wisst ihr was? Menschen, von denen ihr euch beherrschen lassen müsst, um sie als Freunde zu behalten, werdet ihr sowieso verlieren. Früher oder später werden sie euch enttäuschen. Was das Thema Wut angeht, bietet uns Dallas Willard, Professor der Philosophie und ein christlicher Bestsellerautor, eine sehr aufschlussreiche Definition an. Er sagt, Wut ist ein Gefühl, das unseren ganzen Körper durchfährt. Ihr spürt es, wenn die Wut in euch aufsteigt. Sie fängt irgendwo hier unten an und ihr müsst sie aufhalten, bevor sie zu eurem Mund gelangt. Es ist ein Gefühl, das unseren ganzen Körper durchfährt und uns dazu treibt, uns mit denen, die unseren Willen durchkreuzt oder sich in unser Leben eingemischt haben, anzulegen oder ihnen sogar Schaden zuzufügen. Nun hört euch das an. Wut, sagt Willard, wird oft eingesetzt, um die Menschen um uns herum dazu zu bringen, dass sie anders handeln. Wenn uns das gelingt, beherrschen wir ihren Willen, was wiederum dazu führt, dass sie wütend werden. Meine Wut ruft also eure Wut hervor. Und so geht das immer weiter, ohne ein Ende zu haben. Amen. Gut, es gibt nichts Besseres, als Frieden zu haben. Wusstet ihr das? Tatsächlich gehören Frieden und Kraft zusammen. Wenn ihr in eurem Leben Kraft haben wollt, wenn ihr mehr Energie haben wollt,
dürft ihr nicht ständig wütend sein. Wie viele von euch hatten in den letzten 7 Tagen reichlich Gelegenheit, wütend zu werden? Ich auch. Ich auch. Ich sag euch etwas. Dave hat einen Küchenpapier-Tick. Er hat seine Vorliebe für Küchenpapier entdeckt. Er will sogar das Geschirr damit abtrocknen. Ich meine, es ist das einzig Wahre. Manchmal verteilt er die Papiertücher auf der Arbeitsplatte in der Küche und sagt, dass er sie gleich nochmal benutzen wird. Ich mag das nicht. Sie sind nicht schmutzig, sondern vielleicht nur feucht. Oder er reißt zu viel Küchenpapier ab und weil er sehr sparsam ist, will er es nicht verschwenden und legt es auf die Arbeitsplatte. Aber ich mag es nicht, wenn etwas auf der Arbeitsplatte herumliegt. Deshalb nehme ich das Papier und werfe es in den Mülleimer. Dann sagt er, wenn man hier etwas hinlegt, ist es innerhalb von 2 Sekunden verschwunden, das ist sicher. Neulich wollte er abends gerade nach oben gehen. Er hat dort ein kleines Büro, wo er seine Sportsendungen guckt, während ich meine Sachen mache. Wisst ihr, je älter man wird, umso bereitwilliger gibt man dem anderen seinen Freiraum. Ich weiß auch nicht, das begeistert euch ein bisschen zu sehr. Wenn man frisch verheiratet ist, will man jede Sekunde mit dem anderen zusammen sein. Nun, höchstwahrscheinlich wird sich das mit der Zeit ändern. Aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wie auch immer, er wollte also gerade in sein Büro gehen. Und auf der Arbeitsplatte lagen Papiertücher herum. Ich fragte, warum hast du sie da hingelegt? Er sagte, ich habe sie dort für nachher hingelegt, wenn ich wieder herunterkomme. Ich sagte, Moment mal. Ich will, dass meine Arbeitsplatte ordentlich aussieht. Deshalb fragte ich, warum musst du die Papiertücher jetzt auf die Arbeitsplatte legen, obwohl du sie erst später brauchst, wenn du wieder herunterkommst? Warum kannst du sie nicht dann erst abreißen? Er sagte, weil ich das so will. Ich sagte, aber ich will nicht, dass sie da liegen. Er sagte, aber ich. Ich sagte, warum willst du sie dort haben? Da ging er hinüber, faltete sie und sagte, es ist in Ordnung. Ich nehme sie mit nach oben. Er sagte, ich habe nicht erwartet, mich wegen eines Küchenpapiers einer Inquisition unterwerfen zu müssen. Aber der Punkt ist, vor 25 Jahren wäre ich sehr wütend geworden. Wer von euch regt sich über dumme Dinge auf? Okay. Vielleicht gehört ihr nicht zu den Menschen, die sich im Straßenverkehr furchtbar aufregen. Vielleicht trifft das auf jemanden zu, der gerade im Fernsehen zusieht. Ich nehme an, dass ihr nicht dazu gehört. Schließlich ist das hier eine christliche Veranstaltung. Doch vielleicht müsst ihr zugeben, dass ihr manchmal noch wütend werdet bei Dingen, die die Bibel als dumm, unreif oder nutzlos bezeichnet. Wenn ihr nicht glaubt, dass das in der Bibel steht, dann schlagt 2. Timotheus 2, Vers 23 auf. Denkt einmal ernsthaft mit mir darüber nach. Ich habe so viele Tage und Jahre meines Lebens damit verschwendet, mich über Dinge zu ärgern, die völlig unwichtig waren. Ich habe versucht, Menschen zu beherrschen, die ich nicht beherrschen konnte. Ich sage euch, das ganze Universum beherrschen zu wollen, ist harte Arbeit. Das wird euch komplett auslaugen. In einem Wörterbuch für neutestamentliches Griechisch heißt es zum Thema Zorn, Zorn ist die stärkste aller Leidenschaften. Zorn ist Entrüstung, Rache und Wut. Zorn beginnt mit einem Gefühl und kann sich, muss aber nicht, sondern kann sich, in Worten und Taten ausdrücken. Es war kein Witz, als ich sagte, dass ihr Wut und Zorn körperlich spüren könnt. Dieses Gefühl fängt irgendwo hier unten in den Tiefen eurer Seele an. Und ihr könnt tatsächlich spüren, wie dieses Gefühl zunimmt und immer höher steigt. Es war auch kein Witz, als ich sagte, dass ihr etwas dagegen unternehmen müsst, bevor es euren Mund erreicht. Denn sobald wir diesem Gefühl Worte verleihen, wird es nur noch schlimmer.
Normalerweise folgen unseren Worten wieder Worte und es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht. Das ist eine Situation, in der wir manchmal Dinge tun und sagen, von denen wir uns später von Herzen wünschen, sie ungeschehen machen zu können. Stimmt's? Ich habe gesagt, dieses Gefühl kann in Worten und Taten zum Ausdruck kommen. Aber ich möchte hinzufügen, dass das nicht so sein muss. Wisst ihr warum? Weil wir nicht jedem Gefühl, das wir haben, nachgehen müssen. Stimmt's? Wut äußert sich nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Sie kann zum Beispiel plötzlich hochkochen und genauso schnell wieder verschwinden. Jemand rempelt euch im Supermarkt mit seinem Einkaufswagen an und ihr zuckt wütend zusammen. Doch ihr habt euch schnell wieder im Griff, weil ihr seht, dass es keine Absicht war. Eine andere Art, wie die Wut verlaufen kann, ist, dass sie sich in unserem Inneren festsetzt und wir Rachegedanken hegen. In diesem Fall kann die Wut in uns Wurzeln schlagen, weil wir immer und immer und immer wieder über das nachdenken, was uns jemand angetan hat. Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr verlieren wir die Realität aus dem Blick. Eine Sache, die eigentlich keine große Sache sein müsste, wird zu einem riesigen Berg, der ein großes Hindernis in unserem Leben darstellt. Ich sage euch, was ich beschlossen habe und was für mich sehr gut funktioniert. Ich habe nicht mehr genug Lebensjahre übrig, um auch nur ein Jahr damit zu verschwenden, wütend zu sein. Wenn ihr in euren 20ern seid, habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ihr noch viel Zeit damit vergeuden könnt, wütend zu sein. Aber wenn ihr in meinem Alter seid, über das wir heute nicht reden wollen, werdet ihr das Gefühl haben, dass ihr keine Zeit mehr zu verschwenden habt. Ich bitte euch heute, euch mit dem Gefühl der Wut auseinanderzusetzen. Lasst euch von Gott dabei helfen. Es geht nicht nur darum, unterdrückte Wut wegen etwas, das euch in der Vergangenheit angetan wurde, loszuwerden. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gewalttätig und wütend ist. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir müssen anderen Menschen ein Vorbild sein. Wir können nicht einfach handeln wie sie. Klebt keinen christlichen Aufkleber auf euer Auto. Wenn ihr nicht auch handelt wie ein Christ, während ihr damit fahrt. Stimmt's? Außerdem gibt es eine Form von Wut, die zu Taten führt. Mit anderen Worten, die betreffende Person verleiht ihrer Wut verbal Ausdruck oder wird sogar handgreiflich. Vielleicht fängt sie an zu schreien, zu schlagen, Gegenstände zu zerstören oder zu werfen. Sie fügt der Person, auf die sie wütend ist, Schaden zu, kritisiert sie oder zieht sich von ihr zurück. Das war eine meiner Lieblingsreaktionen. Wenn ich wütend war, stellte ich quasi ein Stoppschild auf. Ich gehe nicht in den Raum, in dem du dich aufhältst. Lieber gehe ich zur Haustür hinaus, ums Haus herum und zur Hintertür wieder hinein, um in die Küche zu gelangen, anstatt durch den Raum zu gehen, in dem du bist. Stimmt's? Wenn ich wütend auf dich bin, berühre mich nicht, wenn wir im Bett liegen. Lieber schlafe ich auf dem äußersten Rand der Matratze, als dich zu berühren. Ich werde dich nicht bitten, etwas für mich zu tun. Nun lasst mich euch etwas fragen. Wem habe ich damit geschadet? Dave hatte die Decke und ich fror die ganze Nacht. Dave sah fern und ich war in einem anderen Raum und schmollte oder saß im Badezimmer und weinte. Im Grunde ist das einfach nur dumm. Manches davon klingt lustig, aber ich möchte, dass ihr es heute ernst nehmt, denn ich sage euch, Wut fügt eurem Leben und auch eurer Gesundheit großen Schaden zu. Ich bin mir sicher, wenn ich Dr. Paul hier heraufbitten würde, würde er euch sagen, welche negativen Auswirkungen Wut auf eure Gesundheit hat. Ein ausgewachsener Wutanfall sowie der Versuch, sich wieder zu beruhigen, kosten unsagbar viel Kraft. Wisst ihr, was ich meine?
Manchmal führt Wut dazu, dass eine andere Person lächerlich gemacht, gedemütigt oder durch Sticheleien herabgesetzt wird. Wenn wir wirklich wütend sind und einen tief sitzenden Groll gegen jemanden hegen, machen wir manchmal das, was die Bibel derbe Späße nennt. Das bedeutet, dass wir negative, unfreundliche und beleidigende Dinge sagen, aber dabei so tun, als würden wir Spaß machen. Nun kommt. Oh, ich habe nur Spaß gemacht. Nun, das, was in unserem Herzen ist, bestimmt unser Reden. Stimmt's? Dieses Verhalten kann man auch sich selbst gegenüber an den Tag legen. Wir sind wütend auf uns selbst und sagen abwertende Dinge über uns. Wir spielten einmal Golf mit einem Mann. Jedes Mal, wenn er einen Fehler machte, sei es, dass sein Schlag schlecht war oder er den Ball oder das Ziel verpasste, sagte er: "Dumm, ich bin so dumm, das ist einfach dumm." Das tat er, weil er wütend auf sich selbst war. Es war ihm peinlich, dass er nicht gut spielte, und er war wütend auf sich selbst. Ich sage das den Menschen auf der ganzen Welt, und ich sage es auch euch: Lasst nie wieder eine abwertende Bemerkung über euch selbst aus eurem Mund kommen. Gott hat euch mit seiner eigenen Hand als etwas ganz Besonderes erschaffen. Er liebt euch. Er hat euch einzigartig gemacht. Ihr macht Fehler, wie jeder andere Mensch auch. Ich mache Fehler, ihr macht Fehler. Aber wir alle machen sehr viel mehr richtig als falsch. Stimmt's? Amen. Mein Vater wurde meiner Mutter gegenüber oft handgreiflich. Manchmal kam er samstagabends betrunken nach Hause und verprügelte sie. Er schrie oft herum und fuchtelte einem mit der Faust vor dem Gesicht herum, als wolle er gleich zuschlagen. Ich hasste das. Ich hasste es. Selbst heute kann ich es nicht ertragen, wenn mir jemand einen Klaps ins Gesicht gibt, weil ich dann immer an meinen Vater denken muss. Auch wenn jemand nur Spaß macht, will ich nicht, dass er meinem Gesicht zu nahe kommt. Mein Vater war sehr gemein. Aber wisst ihr, was sein wahres Problem war? Er war wütend auf sich selbst. Er wusste, dass sein Verhalten falsch war. Er wusste, dass er vieles tat, was falsch war. Doch statt die Verantwortung dafür zu übernehmen und sich die Hilfe zu holen, die er brauchte, gab er immer allen anderen die Schuld. Bei allen anderen stimmt er etwas nicht. Wenn ihr es mit jemandem zu tun habt, der an allem etwas auszusetzen hat, schleppt er wahrscheinlich irgendwelche Schuldgefühle mit sich herum. Anstatt sich der Sache zu stellen, richtet er seine Wut auf jemand anderen. Wir sehen, dass das ganze Übel in 1. Mose begann, als Kain Abel tötete. Wir wollen uns das mal ansehen. Es steht in 1. Mose Kapitel 4. Es gab ein Problem mit dem Opfer, das Kain und Abel Gott brachten. Abels Opfer war für Gott akzeptabel, aber Kains Opfer war es nicht. In Vers 5 heißt es: Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Gott akzeptierte Kains Opfer nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Und er blickte grimmig zu Boden. Man könnte sagen, dass die schlechte Laune von Menschen oft auf Wut zurückzuführen ist. Warum bist du so zornig? Fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Was jetzt kommt, gefällt mir. Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Das nächste gefällt mir auch. Du aber, ich habe das Du unterstrichen, sollst über sie herrschen. Gib nicht anderen die Schuld, wenn du nicht tust, was richtig ist, sagte Gott zu ihm. Dann kannst du Vergebung finden und die Dinge in Ordnung bringen. Aber du musst dich ihnen stellen. Lauf nicht wütend durch die Gegend, weil dein Leben nicht so ist, wie du es dir wünschst. Wenn du nicht das getan hast, was du hättest tun sollen, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Fragen?
Rufen Sie an. Wir sind für Sie da. In Afrika wird die Sendung Das Leben genießen von Joyce Meyer in bereits 17 Sprachen ausgestrahlt. Der Leiter von Joyce Meyer Ministries in Afrika, Brad Senecal, berichtet, dass gerade hier die Vorträge für zahlreiche Menschen eine große Hilfe sind. Viele von ihnen wissen, was Missbrauch bedeutet und haben selbst Traumata erlebt. Auch sie haben mit Identitätsproblemen zu kämpfen und müssen viele Konflikte bewältigen. Und sie wissen, was es bedeutet, das eigene Herz vor Verbitterung zu schützen. Die Geschichte von Joyce und ihren Erfahrungen sind für viele von großer Bedeutung, weil sie merken, hey, diese Frau versteht meine Situation. Ich kann vielleicht nicht ihre Sprache sprechen und kenne ihr Land und ihre Kultur nicht, aber sie spricht meine Sprache des Schmerzes, des Missbrauchs und des Leids. Die Lebensgeschichte von Joyce gibt ihnen neuen Mut für ihr eigenes Leben. Wenn es dieser Frau gelingt, dann kann es auch mir gelingen. It could happen for me. Über das Internet können auch in Afrika heute zahlreiche Menschen die Vorträge von Joyce ansehen. Ein Mobiltelefon hat in Afrika mittlerweile fast jeder. Es gibt hier momentan sogar mehr Handys als Menschen. Das ist also eine wirklich interessante Plattform. Wenn die Menschen hier ins Internet gehen, tun das 85% über das Handy. Deshalb haben wir kürzlich einige Webseiten online gestellt, unter anderem für Nigeria, Äthiopien und Kenia. Und wir erhalten begeisterte Rückmeldungen. So können wir direkt und regelmäßig mit den Menschen in Kontakt treten. Gleichzeitig verschenkt Hand of Hope Bücher von Joyce Meyer, die in 45 afrikanische Sprachen übersetzt wurden. Was mich immer wieder am meisten bewegt, sind die persönlichen Begegnungen mit einzelnen Menschen. Jeder von ihnen hat eine einzigartige Geschichte. Jeder von ihnen hat seine ganz persönlichen Herausforderungen und Schmerzen zu bewältigen. Aber Gott liebt jeden Einzelnen auf eine ganz besondere Art, in jedem Land und aus jeder Kultur. Das ist es, was mich regelrecht überwältigt. Is what blows me away. Selbstbewusst zu sein hat viel damit zu tun, worauf wir unser Vertrauen setzen. Genau darum geht es in dem Buch von Joyce, Du bist wunderbar gemacht. Joyce Meyer beschreibt darin, wie sie über die Jahre gelernt hat, ihre Gaben zu entdecken und kreativ einzusetzen. Und dabei frei und sie selbst zu sein. Mit diesem Buch für Frauen entdecken Sie jeden Tag ein Stückchen mehr, wie kostbar Sie eigentlich sind. Bestellen Sie Du bist wunderbar gemacht telefonisch unter 040 88 88 41111 oder im Internet unter joyce-meyer.de/wunderbar.